Morgen, liebe Welt. Wow, das sieht so schön aus da draußen. So. Boah, ist das schön. Ui, so schön. Ich mache mir jetzt nur eine Schüssel Cornflakes. Ich habe nämlich nicht mehr so lange Zeit. Ich muss dann zum Zahnarzt. Bäh. Was haben wir? 9 Uhr. Genau. Um 10 ist mein Termin, deswegen mache ich mir jetzt nur schnell hier irgendwas. Ich hab das da. Und dann muss ich los. Sehr gut, du bist auch wieder da. Dann machen wir da unten die Tür wieder zu. Sonst wird's kalt. Brr. Spürt ihr, wie kalt das ist? Bah. Bah. So. Hallo. Hallo. Wie war's draußen? Schnee, kalt. Ja. Oh, der ist ja schön. Was hast du vor? Ja, weiß ich noch nicht so genau. Boah, wie der leuchtet. Ist voll schön, ja. Ja. Den hat meine Mutter uns mitgebracht. Der ist voll schön. Der riecht voll alt und ich glaube, dass der auch nicht so jung ist. Ich glaube, dass der Nee. richtig alt Ich ist. glaube, dass sie den schon einige Jahre am Balkon oder so hatte. Das sind die guten alten Leuchtstoff-LED-Stripes-Vorgänger. Die sind einfach viel schöner als diese LED-Dinger. Dann mach den noch an die Treppe. Ach so. Statt dem, wobei der bunte ist auch schön. Das wäre eigentlich was, Weil du hast wenn gesagt, du bunt. hast indirektes Licht, oder? Ja, So genau. hinterm Tisch oder hinter der Couch. Aber Da wäre dafür sieht vielleicht man das nicht. Bunte vielleicht da besser, weil man dann auch eine andere Farbe machen kann. Und dann das hier vielleicht, weil einerseits finde ich es ganz Stylisch. schön, dass das so faded aber und so, aber an sich fände ich so ein normales, stilles Licht, glaube ich, besser an der Probier es doch Treppe. mal aus. Wie eine Art. Okay. Ich würde gerne mal unsere Weihnachtsdeko entfernen. Also machen wir mal hier den Schneemann ab. Das geht so schwer mit der linken Hand. Jetzt mit die rechte. Ah. Oje, es hängt fest. Und in der Kiste, der schöne Weihnachtsbaum. Nächstes Jahr. Nein. Ende des Jahres wirst du wieder aufgestellt. Dann können wir die Pflanze da darüber stellen. Trag mal her. Aber ohne Stuhl, oder? Ohne Stuhl, oder? Ohne Stuhl? Ja, würde ich schon sagen. Probier es mal aus. Leck mich. Gewinnerpflanze hat dich besiegt. Passt doch, oder? Ja. Gut. Machen wir das so. Weihnachtssachen verpacken. In einer halben Stunde Baby-Nachmittagsschläfchen geschafft. Nur den Weihnachtsmann und die Lichterkette draußen müsstest du dann bitte noch demnächst Das kriege ich einpacken. hin. Demnächst. So. Ach ja, und deine Lichterkette muss ich, also den Schlauch muss ich mal gucken, was du gemacht hast. Er hat es jetzt am Boden langgelegt. Oh, ja doch. Er hat es erst rumgewickelt, das sah irgendwie nicht so gut aus. Könnte mir gefallen. Ja doch, ich glaube, das gefällt mir. Zahnarzttermin überstanden und Baby schläft beim Papa. Gleich nicht mehr, wenn ich so laut bin. So, das ist gerade Oskar so meine Aussicht und er spielt hier so mit dem Teppich und ich sage ihm, das ist ein Langflorteppich. Sag mal Langflorteppich. Und was passiert? Gelächter aus dem Hintergrund. Puh. Es ist so unwahrscheinlich, dass das Baby sagt Langflorteppich. Dann sagt er Nein. schon wieder. Hörst du das, Oskar? Der traut uns das nicht zu. So, wir hatten die Couch ja da jetzt an der Wand stehen. Das war eigentlich ganz cool, wenn man so von der Couch so aus dem Fenster schauen konnte. Aber der Schrank da, der stört mich da, weil der so an meinen Bildschirm hängt und ich will den da rüber. Und eigentlich macht es so mehr Sinn mit der Couch, weil man dann Fernseher schauen kann. Ja, und so steht auch der Glastisch weiter am Rand und nicht so an Oskars Spieldecke dran.
probieren wir das mal so aus. Schauen wir mal, ob uns das taugt. Und dann kommt der Schrank nämlich da an die Wand. Dann ist der weg von meinem Bildschirm. Mal gucken. Wir haben gesagt, wir probieren das jetzt ein paar Tage so aus. Ja, vielleicht taugt es uns ja. So, wir sind mal wieder bei Oma und Uroma. Und Oskar hat recht. Hast du die Krapfen entdeckt? So, wir gehen jetzt die Uroma besuchen. Wir waren jetzt schon spazieren. Und dann gibt's Krapfen. Ich will den Krapfen, Oskar. Mein Krapfen. Er will auch einen Krapfen. Ja, ich weiß. Also kein Krapfen schütten. Nächstes Jahr dann. So, wir sind wieder zu Hause von Omi und Uromi. Niemals ohne Uromis Kuchen. Gell, kleiner Eisbär. Und wir haben uns jetzt noch was von Mäcki mitgebracht. Das gibt's jetzt. Gell? Wo bist du? Da bist du. Ah ja, und wir haben natürlich wieder was vom alten Spielzeug mitgekriegt. Zwei Kisten mit Büchern. Dann so voll cooles Geomag. Oh, da sind Kugeln rausgekommen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das sind so Magnetdinger. Genau, und hier irgendwie so Instrumente, Puppenschrank. Schauen wir mal. Ein paar Bücher. Ja, das wird wahrscheinlich alles dann erstmal auf dem Dachboden landen, weil noch ist der Kleine ein bisschen zu klein. Oder magst du gerne ein Buch lesen? Nee, gell. Oh, gut hast du gekocht. Dankeschön. Bitteschön. Aus der Packung. Guck mal, die Becher haben neue Farbe. Ja, auch das hier. Stimmt. Krass. Soll wahrscheinlich soll gesünder aussehen mit dem Grün und so. Man muss ja so langsam. Da bin ich. Warte, mit manuellem Zoom schneller. Ist aber nicht so scharf. Special Effekt. Und was kriegst du jetzt? Da ist nichts dabei für dich. Wir haben keinen Babyburger. Hey, das wäre noch was. Bio-Qualität und ja. Naja, gut. Oskar, guck nicht hin. Guck nicht hin. Eines gesagt, hier gestern ja noch so einen Kindersitz abgeholt hat. Weil der Kleine wird zu groß für einen Maxi-Cosi. Also für diese Babyschalen. Und für diese normalen Kindersitze ist er aber noch zu klein. Dann haben wir den gefunden. Und haben den abgeholt, das ist auch ein Maxi-Cosi. Das ist so dreckig, den werde ich dann waschen. Wollen wir mal ausprobieren. Setz dich mal rein, Xarok. Setz den Oskar mal rein. Aber das ist ja dreckig. Ja, meinst du, wird da kontaminiert? Ja, okay, erst waschen, dann ausprobieren. Okay, also der Bezug lässt sich ganz einfach lösen, aber ich hänge an den Gurten hier. Ich weiß nicht, wie ich das aufkriege. Keine Ahnung. So, Rollentausch. Ich, Baby, du, Bezug abmachen. Gut. Gut. Sehr gut, sehr gut. Ah ja, wusste ich doch, dass du das hinkriegst. So schön schnell und schon ist raus. Ja, und die Dinger, die sind festgenäht, gell? Die sind auch. Also das schon, ja. Würde ich jetzt auch sagen, dass das genäht ist, oder? Aber kann man die runterziehen? Ja, muss man ja. Wenn du das rausgekriegt hast, dann muss man die ja auch irgendwie. Genäht. Und wie geht das jetzt raus? Aber wenn du es hier aus den Löchern rausgekriegt hast, dann musst du das doch auch hier irgendwie abziehen können, oder? Ja. Achso, dann muss man hier über den Fuß drüber. Das ist nicht schwierig. Hier mal anders. Ja, hier steht es irgendwie. Ich will nicht wissen, was das alles ist. Ich auch nicht. Gesagt, nichts ist unmöglich. Ja, ich hab's rausgekriegt. Ja, was alles haben wir gefunden? 2 Cent? Eine Rosine oder sowas? Ich glaube, da unten lag ein bisschen Popcorn. Guck mal, hier ist voll. Ja, hier ist auch. Das kommt alles da raus, der ganze Staub. Ja, Mike, dafür war er zum Verschenken. Deswegen, ja. Wir hauen jetzt das in die Waschmaschine, einfach ohne Schleudern, also wie Handwäsche, die Gurte so waschen. Ja. Und dann ist der tippitoppi wie neu, der wird ausgesaugt und abgewischt und dann ist der wie neu. Vor allem, wie lange wird man den benutzen? Ja. 2 Monate, 3 Monate, wenn überhaupt. Und dann ist sowieso schon wieder das nächste. Also er geht bis 14 Kilo. Wir können ihn wahrscheinlich ein bisschen länger benutzen, aber das ist ja eigentlich nur so ein Zwischending. Normalerweise, aber ich glaube, der eigentliche Plan ist, man hat diese Babyschale und wenn das Kind dann sitzen kann, kann man es in den richtigen Kindersitz tun. Jetzt haben wir nur das Problem, unser Kind ist zu groß für die Babyschale, kann aber noch nicht richtig sitzen.
Also brauchen wir dieses Zwischending, weil, zeig mal, man kann das so schön die Lehne verstellen, dass die ein bisschen weiter hinter geht oder eben vor. Ja, genau. Aber gerade oder ein bisschen liegend. Genau. Dass wenn das Baby noch nicht so gut sitzen kann, dass es dann nicht beim Autofahren plötzlich nach vorne klappt. Dann steigst du aus und das Baby hängt so nach vorne. Mach mal so. Boah. Wow. Ja, genau, dann hängt das Baby so. Ah. Okay, ja, danke schön. Ich hoffe, du kriegst es auch wieder zusammengebaut. Ja, nun mal schon. Dann wird das jetzt gewaschen und dann ab 9 Kilo ist der. Ich habe ihn vorher mal gewogen. Jetzt mit Klamotten hat er 8,8 gewogen. Also. Das Problem ist, für den anderen ist er eigentlich zu groß. Ja, genau. Weil die gehen bis 75 cm und er ist jetzt 75 cm, da passt er gerade noch so rein. Also Oskar, muss ich dich mehr füttern die nächsten Tage, dann darfst du in den Sitz rein. Genau. Gut.